Seit 3 Stunden läuft die Ratssitzung. Was ist Ihr Eindruck bisher? Tja, leider gab es in Bezug auf unseren Wohnungslosenantrag keine Überraschung. Wir hätten uns ja erhofft, dass vielleicht doch noch Zustimmung erfolgt zu allen Punkten, die Mindeststandards eingehalten werden. Aber leider konnte sich weder die SPD noch andere dazu entschließen. Außer der BIPs haben wir da keine zustimmenden Voten bekommen. Und welcher Punkt innerhalb der Ratssitzung bisher hat Sie am meisten überrascht? Welcher Punkt mich am meisten überrascht hat? Eigentlich so richtige Überraschungen, finde ich, gibt es nicht unbedingt. Zumal ja in den Ausschüssen schon die Abstimmungsverhalten deutlich werden. Es ist immer schade, dass man so gerade in der Ratssitzung, wo man ja dann nochmal versucht mit Argumenten die anderen zu überzeugen, wenig sich verändert. Und welcher Punkt kommt jetzt noch, auf den Sie voller Spannung erwarten, oder ist da jetzt nichts Besonderes mehr aus Ihrer Perspektive dabei? Naja, wichtig sind eigentlich ja alle Punkte in einer Ratssitzung. Es ist klar, dass man aus seinen eigenen Ausschüssen so bestimmte Schwerpunkte mitbringt. Also ein Schwerpunkt wird noch sein, die beiden Pilotprojekte, die wir im Kinderbetreuungsbereich beschließen werden, die werden auch entsprechende Mehrheiten bekommen. Ich selber stehe dem einen Pilotprojekt ein bisschen skeptisch gegenüber, deswegen werden wir uns enthalten. Aber so richtige Überraschungen, glaube ich, sind heute auf der Tagesordnung nicht mehr zu erwarten. Und sehen Sie irgendwelche Aufgabenstellungen aus dieser Ratssitzung für Ihre politische Zukunft? Die Sie dann aber ganz, ganz viele. Wenn ich die jetzt alle aufzählen wollte, dann müssen wir jetzt stundenlang wahrscheinlich dieses Interview weiterführen. Dann machen wir mal die Top 2. Also ich denke, wir werden im Bereich, was Wohnen, preiswertes Wohnen und auch Obdachlosigkeit angeht, werden wir ganz sicherlich weitermachen. Und Schwerpunkt jetzt aus meinem Bereich wird auch sein, dass wir gucken, dass in der Kinderbetreuung die Weichen in die richtige Richtung gestellt werden, dass man natürlich den Bedürfnissen von Eltern nachkommt, aber nicht glaubt, man müsse nun alle Bedürfnisse der Wirtschaft erfüllen, dass man Eltern sozusagen rund um die Uhr arbeiten lassen kann und die Kinder sind dann sozusagen in den Kindergärten entsprechend versorgt. Das sollen sie auch, die Kindergärten sind wichtig, aber es darf nicht ein Freibrief für die Wirtschaft zu sein, Frauen oder auch Väter und Mütter eben quasi rund um die Uhr zu beschäftigen und damit die Möglichkeit eines familienfreundlichen Lebens zu untergraben.